Nach einer Trennung ist man ja oft mit Sätzen vom Ex konfrontiert wie: Zwischen uns ist es endgültig aus, oder du änderst dich ja doch nie, oder vielleicht sogar sowas wie: Ich habe dich ja eigentlich nie wirklich geliebt. Und wir bei Szenario 2 bekommen fast täglich Anfragen mit genau solchen Sätzen, beziehungsweise wo der Ex genau solche Sätze gesagt hat, und dann natürlich im Anschluss mit einer durchaus verzweifelten Frage: Naja, haben wir überhaupt noch eine Chance? Und in diesem Video werden wir uns ganz genau anschauen, wie solche Sätze zu bewerten sind, also wenn die der Ex so sagt, und warum du solche Aussagen nicht immer ganz wortwörtlich nehmen solltest. Warum du also, um den Titel des Videos wieder anzusprechen, nicht immer alles glauben darfst, was dein oder deine Ex sagt. Aber bevor du dir jetzt denkst, easy, jetzt schalte das Video ab, weil mein Ex meint die Trennung eh nicht ernst, da sage ich: Halt, nicht so schnell, denn das ist natürlich keine Einladung jetzt, dass sich der Ex irgendwie auch nur spaßhalber oder so trennt. Das heißt, die Trennung an sich, die darfst und die sollst du deinem Ex schon glauben. Denn natürlich meint der Ex die Trennung ernst. Das heißt aber nicht, dass man sie dann in der Zukunft vielleicht nicht wieder umentscheiden kann. Und das wird in diesem Video auch noch ein sehr wichtiger Punkt werden. Dennoch, die Trennung an sich ist mal bitte ernst zu nehmen. Da ist es nicht irgendwie eine gute Idee, dass man dem Ex dann so beschwichtigt wie: Naja, ist eh nicht alles so schlimm, das wird schon wieder irgendwann. Weil auch für den Ex geht die Trennung mit sehr viel Frust, mit Kummer oder Leid einher. Das darf man nicht einfach irgendwie negieren oder irgendwie abtun. Das heißt, wenn du dem Ex die Trennung vielleicht nicht so ganz geglaubt hast oder vielleicht selber ein bisschen zum Creepy Ex geworden bist, dann verwende auch gern unsere bewährte Neutralizer-Nachricht. Damit kannst du, wenn du so magst, diesen angerichteten Schaden ein bisschen neutralisieren und eine neue Baseline schaffen. Vorausgesetzt aber, du gehst dann eben in die Kontaktsperre. Wie das mit dem Neutralizer genau funktioniert, das kannst du in diesem Video hier oben erfahren. Das heißt also, die Trennung an sich, die darfst du deinem oder deiner Ex natürlich schon glauben. Worum es mir in diesem Video hier geht, das sind Sätze, die der Ex vielleicht im Zuge der Trennung oder natürlich auch später im Ex-Zurück-Prozess, die der Ex da sagt und vielleicht irgendwie in der Hitze des Gefechts mal von sich gibt. Es sind also so Sätze, die sehr endgültig klingen, wie zum Beispiel: Es ist für immer aus, oder es ist was in mir zerbrochen, oder natürlich auch: Du änderst dich ja doch nie, oder ich habe dich schon sehr lange nicht mehr geliebt. Genau solche Sätze sind es, die einen selber glauben lassen, dass die eigenen Chancen auf ein erfolgreiches Ex zurück nun gerade schneller verdampfen, als das ein Eiswürfel in der Sahara tut. Aber da kann ich dich gleich mal beruhigen, denn wir werden uns jetzt anschauen, warum der Ex das sagt und wie solche Aussagen im Großen und Ganzen zu bewerten sind. Und wenn du dennoch mal abschätzen möchtest, wie deine Chancen mit dem Ex stehen, dann mach gerne auch unseren Ex-Zurück-Chancentest. Da kannst du mit einer Reihe von Fragen herausfinden, wo du so gerade beim Ex stehst. Und am Ende von dem Test bekommst du auch noch Tipps, wie es in deiner Situation gut weitergehen kann. Also klick gerne mal hier oben hin, dann wirst du zu unserem Ex-Zurück-Test weitergeleitet. Warum ist es jetzt also so, dass der Ex gewisse Dinge sagt, wie zum Beispiel: Zwischen uns ist es endgültig aus, oder andere Sätze eben? Und bestimmt hast du ja von deinem Ex vielleicht auch schon den ein oder anderen Satz gehört, den du nicht so richtig zuordnen konntest oder der vielleicht auch ein bisschen harsch oder sehr endgültig geklungen hat. Und was dich vielleicht auch an den Chancen zweifeln lässt, die du ja quasi dir ausmalst und die du dir erträumst, um eben mit dem Ex wieder zusammenzukommen. Wie heißt das aber so schön? Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das ist dann auch schon ein Anstoß, um den Kreis zum Titel von diesem Video zu schließen. Also, wir Menschen haben in uns verschiedene Teile und die ringen und rangeln so quasi darum, wer durchsetzen darf, was du tust. Welcher Teil da sozusagen die Kontrolle hat über deine Handlungen. Es ist so ein bisschen wie in der Politik, da will jeder seine eigene Agenda durchsetzen. Und beim Ex können solche Teile zum Beispiel sein, ein Teil, der nur in der Beziehung bleiben möchte, weil der Ex dich und eure gemeinsame Zeit zerschätzt. Ein anderer Teil wird vielleicht sagen: Ja, ich will unbedingt die Trennung, ich möchte das unbedingt durchziehen. Und dann gibt es vielleicht wieder einen Teil, der sagt: Naja, eigentlich sollte man Menschen schon eine zweite Chance geben. Und wiederum einen anderen Teil, der sich denkt: Naja, aufgewärmt schmeckt ja nur Gulasch. Und beim Ex, speziell noch natürlich bei deinem oder deiner Ex,
war es in letzter Zeit ziemlich sicher so, dass der Teil, der die Trennung wollte, sich auch durchgesetzt hat. Und dann hat dieser Teil das Kommando übernommen und spricht dann natürlich auch nach außen dementsprechend und wählt auch Worte dahingehend. Oder anders gesagt, nach der Trennung ist der Ex eben im Mindset Trennung. Und genau so wird dein Ex noch handeln und genau so wird er sich auch ausdrücken. Zum Beispiel der Satz, zwischen uns ist es endgültig aus. Da ist der Ex in einer totalen Weg-von-Orientierung und möchte auch emotional den eigenen Kummer, Schmerz oder Enttäuschung unterstreichen. Und der Ex will da auch betonen, dass es ernst meint mit der Trennung. Weil wenn der Ex sagen würde, naja, mal schauen, trennen wir uns mal, aber vielleicht gibt es ja noch eine Chance, dann hat ja das mit einer Trennung an sich nicht mehr wirklich viel zu tun, sondern geht halt eher eigentlich in Richtung Beziehungskrise. Aber weil eben dein Ex sich wirklich trennen möchte, hat der Ex das auch in seinen Gedanken so eingeloggt und wird dann natürlich auch jene Dinge sagen, die diese Gedanken unterstreichen. Und deswegen müssen die Worte vom Ex ja auch eine gewisse Endgültigkeit ausdrücken, weil es der Ex in dem Moment der Trennung ja auch endgültig meint. Und dass es der Ex in diesem Moment eben so meint, das ist das ganz Entscheidende. Weil wir Menschen sagen Dinge ja immer nur, wie wir sie in der eigenen gefühlten Situation bzw. im eigenen Mindset verstehen. Und oft kriegen wir dann auch Nachrichten von Kursteilnehmern oder natürlich auch hier in den Kommentaren, dass wer sagt, naja, aber mein Ex hat mir am Anfang der Beziehung gesagt, er wird mich für immer lieben. Und dann macht der Ex trotzdem Schluss und viele verstehen nicht, wie denn das dann zusammenpasst. Weil da denkt man sich dann oft, naja, damals hat der Ex das gesagt, so im Sinne von, was liegt das Big, warum ist es jetzt plötzlich nicht mehr so? Aber wie bereits gesagt, wir Menschen, wir meinen das und sprechen auch das aus, wie wir uns in der jeweiligen Situation fühlen. Und damit hat das, was der Ex zum Beispiel vor 5 Minuten gesagt hat, natürlich mehr Gewicht und ist auch ernster zu nehmen, als das, was der Ex vor 5 Jahren gesagt hat. Und wenn der Ex gesagt hat, dass er dich immer liebt, dann hat er das in diesem Moment auch ziemlich sicher so gemeint. Und wenn dann der Ex jetzt sagt, jetzt ist es für immer aus, dann meint der Ex es auch genau so in diesem Moment. Das heißt, alles, was dein oder deine Ex sagt, ist auf das Hier und Jetzt zuzuordnen. Auf den Moment, wo Dinge gesagt werden. Und das handelt sich dann auch gewissermaßen um so einen unausgesprochenen Vorbehalt. Also, das heißt, wenn der Ex zu Beginn der Beziehung sagt, ich werde dich für immer lieben, dann ist sowas zu verstehen als, ich werde dich immer lieben, bis irgendetwas passiert, sodass ich es eben nicht mehr tue. Aber sowas sagt man natürlich nicht dazu in diesem Moment. Oder natürlich auch, wenn der Ex sagt, es kann nie wieder was werden, dann heißt es eigentlich, es kann nie wieder zwischen uns was werden, bis irgendetwas passiert, sodass es doch wieder möglich ist. Bis sich also die Situation so stark ändert, dass der Ex wieder eine Beziehung mit dir in Betracht ziehen würde. Deswegen fokussieren wir uns bei Szenario 2, eben bei unserer bewährten Strategie, wie du sie ja auch in unseren Kursen lernst, wir fokussieren uns da immer darauf, Veränderung zu zeigen. Und der Ex antizipiert ja die Zukunft aus dem Hier und Jetzt erst heraus. Das heißt, jetzt kann sich der Ex keine Zukunft mehr mit dir vorstellen. Genauso wie der Ex eben vielleicht damals sich gar nicht vorstellen konnte, dass er sich jemals von dir trennt. Dein Ex nimmt also mal die Gegenwart her und denkt sich, okay, jetzt ist es so und so, also wird es auch in der Zukunft genauso sein. Und jetzt schließen wir endgültig den Kreis zum Thema von diesem Video. Du darfst deinem oder deiner Ex die Worte natürlich schon im Moment glauben, wenn der Ex sie quasi sagt. Du darfst dem Ex die Trennung glauben. Im Moment meint der Ex das schon so. Und wenn der Ex sagt, dass es nie wieder was zwischen euch werden wird, dann darfst du das natürlich auch in dem Moment, wo das geäußert wird, glauben. Aber eben, es ist kein so ein, was liegt, das spickt. Das heißt also nicht, dass man sich dann in der Zukunft oder dass sich der Ex in der Zukunft nicht wieder umentscheiden könnte. Und dass man eben eine Trennung rückgängig machen kann, das zeigen ja auch die unzähligen Erfolgsgeschichten, die wir von Kursteilnehmern oder auch von Klienten bekommen. Das heißt also für dich, ordne mal das, was der Ex sagt, der Zeit und den Umständen zu. Der Ex also sagt, dass es endgültig aus ist, dann gilt es mal für das Hier und Jetzt und in der kurzfristigen Zukunft. Aber nach einiger längerer Zeit kann das Ganze schon wieder ganz anders ausschauen. Insbesondere nämlich dann, wenn du dich an unsere Strategie hältst und für Veränderung bei dir sorgst.
Und ein Bereich, wo Veränderung zwangsläufig passieren muss, das sind die Trennungsgründe. Wie du diese gut angehen kannst, das erklärt dir Lena in diesem Video hier unter mir. Und im Video neben mir zeige ich dir, warum auch Veränderung auf der persönlichen Ebene unfassbar wichtig ist. Da spreche ich darum, warum du den Ex nur dann zurückbekommen kannst, wenn es dir selber gut geht. Also entweder unter mir klicken oder neben mir klicken. Tschüss, Baba und alles Liebe von mir.